Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Schön, dass ihr wieder da seid. Heute gibt es ein Unboxing und zwar von einer Firma, die ich zum allerersten Mal ausprobiere. Und zwar ist das Dreamer Designs. Ich habe mir ein Bild rausgesucht, oder was heißt, ich habe es mir rausgesucht. Das Bild hat mich absolut überzeugt, bei Dreamer Designs zu bestellen. Und zwar ist es hier Silent Night. Und ich würde sagen, ich packe es einmal aus. Und dann schauen wir es uns genauer an. So, hier seht ihr alles, was im Kit enthalten ist. Und bevor ich darauf eingehe, habt ihr diese unglaublich schöne Verpackung gesehen? Also das fand ich ja wirklich richtig top. Erst dieses Beutelchen, in dem die Leinwand und alles drin war, dann noch die extra Schleife. Hier haben wir dann auch noch ein Stoffbeutelchen mit dem Toolkit. Super hochwertig. Also wirklich richtig klasse. Das macht gleich einen richtig genialen ersten Eindruck. Hat mich super gefreut. Und jetzt schauen wir uns an, was hier alles drin ist. Zum Ersten haben wir hier, wie bei fast jeder Firma eigentlich, ein kleines Faltblättchen dazu mit Hinweisen, Tipps und Tricks, verschiedenen Links. Und hier haben wir auch einen Rabattcode, und zwar ThankYou15. Das heißt, wir haben hier 15% Rabatt auf die nächste Bestellung. Ich weiß, weil ich den selber genutzt habe, dass es auch für die allererste Bestellung den Rabattcode zumindest im Moment gibt, dass man das erste Bild kauft und das zweite, was mit im Warenkorb ist, dann 50% reduziert wird. Also finde ich auch ein richtig cooler Rabattcode. Falls es nicht eure erste Bestellung ist bei Dreamer Designs, wisst ihr es wahrscheinlich, ihr könnt den Rabattcode hier drin nehmen. Ich bin mir sicher, einige andere YouTuber haben da auch einen eigenen Rabattcode, wenn ihr die dann noch nebenbei ein bisschen unterstützen wollt. Ich persönlich habe noch keinen, weil ich noch nie diese Bilder gepaintet habe und ich mich natürlich erstmal von der Qualität überzeugen möchte, bevor ich was weiterempfehle. Aber ich denke hier, ihr werdet auf jeden Fall fündig, was Rabattcodes angeht. Dann haben wir unser Toolkit. Bin ich auch sehr gespannt. Das ist wirklich so weich und das ist wirklich ein Beutelchen, das kann man auf jeden Fall nochmal wieder verwenden. Es ist super schön. Also wirklich eine tolle Aufmachung. So. Und wir haben hier drin, hier ist noch was drin. Okay. Wir haben zum einen hier ein Zip-Beutelchen mit mehreren Zip-Beuteln. Da vermute oder befürchte ich ja fast, ja genau, dass die Steinchen nicht in Zipbeuteln sind. Finde ich recht schade, aber hier hätten wir zum Abkippen zumindest ausreichend Zipbeutelchen dabei. Und dann haben wir hier ein, wie ich sehe, sehr umfassendes Toolkit. Und zwar, wo fange ich an? Wir beginnen mal mit den Stiften. Und zwar haben wir, das gehört alles mit dazu, wir haben zwei Stifte, was ich klasse finde, wenn man mal zusammen painten möchte. Auf der anderen Seite, wer schon viele solche Stifte hat, ja, ne, da wäre es vielleicht cooler, wenn man das Toolkit sich aussuchen könnte, ob man es dabei haben möchte oder nicht. Aber prinzipiell, wenn man das erste Mal bestellt und vielleicht jemanden hat, der gern mitpaintet, wenn man das zusammen erleben möchte, finde ich das ganz cool. Und ich finde es mega cool, dass wir hier so eine Plastikspitze mal dabei haben. Ich habe immer nur von denen gehört, sie selber noch nie benutzt, aber die sollen verhindern, dass wenn man AB-Steinchen setzt, dass man die Oberfläche da beschädigt, so sehr zerkratzt, und da bin ich mega gespannt, das auszuprobieren. Dann haben wir hier Mehrfachsetzer dabei. Ich lege die Stifte mal beiseite. Und zwar ist das hier ein, steht das irgendwo? Ich würde ja fast sagen, Zweier, Dreier, sowas. Wer es weiß, kann man in die Kommentare schreiben. Ich bin unglaublich schlecht im Schätzen. Und das hier würde ich sagen, ist ein Fünfer oder ein Vierer. Und dann haben wir hier noch einen zum
Also das ist jetzt kein Mehrfachsetzer, sondern ein Aufsatz, mit dem man die Steinchen gerade schieben kann. Und dann haben wir hier noch zwei Stiftschoner, die man dann einfach hier drauf machen kann, damit ja, die Finger ein bisschen geschont sind, wenn man eine längere Zeit paintet. Also super ausführlich. Ich muss sagen, ich finde es schade, dass, dass die breiten Aufsätze sind, mit denen arbeite ich nicht so gerne. Aber ich meine, wer es das erste Mal macht. Wobei, gerade beim ersten Mal würde ich die dünnen empfehlen. Aber einige painten bestimmt damit dementsprechend. Ja, es ist eben standardmäßig meistens dabei. Und ich finde, eben durch die doppelte Ausführung und die Plastikspitze geht es aber trotzdem ein bisschen übers Standard Angebot hinaus. So, das ist mal beiseite legen. Jetzt sind wir erstmal mit den Stiften durch. Wir haben hier eine Pinzette dabei. Die ist jetzt schon relativ spitz, aber nicht mega spitz. Aber schön kräftig. Das ist die Hauptsache. Ich brauche auch zum Painten keine krass spitze Pinzette. Dann haben wir hier zwei Döschen mit Wachs. Finde ich immer toll, wenn es im Döschen ist. Wir haben hier lila Wachs, ein Plättchen, aber ein sehr dickes Plättchen. Das habe ich bisher noch nicht ausprobiert, sieht aber sehr stark pigmentiert aus. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das auch ein gutes Wachs ist. Müsste ich mal ausprobieren. So, und zuletzt haben wir hier noch ein super schönes, großes lila Schiffchen mit goldenem Glitzer. Ohne Schnabel, aber mit so einer Kappe hiervon. Damit habe ich noch nie gearbeitet. Ich bevorzuge eigentlich die Schiffchen mit Schnabel. Aber ich kann mir vorstellen, bei entsprechenden Organisationssystemen für Steinchen, dass das ganz gut anwendbar ist. Und dann haben wir hier, vermute ich mal, genau so einen Abtrenner. Den kann man hier reinmachen und dann kann man hier vorne und hier hinten unterschiedliche Steinchen reinsetzen. Habe ich bisher auch noch nie benutzt. Vielleicht benutze ich das ja jetzt mal. Finde ich aber mega cool, dass das hier dabei ist. Ja, das hat man definitiv nicht überall. Ja, das wäre es mit dem Toolkit. Den Rest hier mal noch rüber. Also wirklich, ich fasse das Beutelchen so gern an. Das ist super schön weich. Und es geht weiter hier mit einem Stickersheet. Ihr wisst, ich liebe es, wenn ein Stickersheet dabei ist. Das Kitting-Up wird dadurch unglaublich erleichtert. Wir haben zum einen hier das Logo, das kann man sogar als einzelnen Sticker hier mit rausmachen. Und dann haben wir hier das Bild, um das es sich handelt. Und zwar, ich habe es euch vorhin schon gesagt, Silent Night von Susan Rios. Ich weiß nicht, wie es betont wird, aber ihr könnt es ja auf jeden Fall lesen, die Künstlerin. Und ich muss sagen, ich finde das Bild unglaublich schön. Diese Kirche in dem verschneiten kleinen Wäldchen mit den Weihnachtsbäumchen. Und ich finde, es hat so einen richtig schönen, gemütlichen und besinnlichen Touch. Und das hat mich einfach super angesprochen und ich wollte dieses Bild unbedingt haben. Wir haben hier eckige Steinchen. Und wir haben eine Größe von 60 x 70 cm. Und hier unten hätten wir sogar, ich werde das wahrscheinlich nicht nutzen, aber ihr hättet hier die Möglichkeit, euer Startdatum und euer Enddatum beim Painten einzutragen. Und dann haben wir hier unten noch ein paar Symbole, finde ich auch richtig süß, die man hier als Sticker mit rausnehmen kann und aufkleben kann. Hier ist irgendwie ein bisschen Dreck rangekommen. Den werde ich da wahrscheinlich nicht benutzen, aber prinzipiell finde ich, ist das eine klasse Idee. Gut, dann haben wir hier drüben unsere Symbole. Zu den Farben, wir haben nämlich 62 Farben und davon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 AB-Farben. Das ist auch mega viel, freut mich aber total. Und ja, das sind hier halt, wie es vom Stickersheet bekannt ist, einfach so ein paar Sticker, die wir ablösen können und direkt auf unsere Organisationssysteme draufkleben können. Und hier sind ja die übrigen trotzdem noch ausgestanzt. Die kann man benutzen, wenn man mal was zum Beschriften braucht. Ja, von den Symbolen. Ich schaue sie mir gerade mal an. In Bezug auf Verwechslungsgefahr. Und was mir jetzt so gleich ins Auge sticht, sind, dass einige Symbole
doppelt da sind und eben gedreht. Zum Beispiel dieser Pfeil hier und dieses Symbol hier ist hier unten nochmal gedreht. Dann haben wir, ich dachte, ich hätte noch was gesehen. Dieses Symbol dachte ich, hätte ich noch mal irgendwo gesehen. Ja, genau, dieses Symbol hier und dieses Symbol. Ja, das sind dieselben Symbole, nur ein bisschen gedreht. Oder hier die Ecke zum Beispiel ist auch hier oben noch mal. Das ist immer ein bisschen schwierig. Da muss man sich konzentrieren, dass man immer auch das richtige Steinchen setzt. Ich muss jetzt aber sagen, dass zum Beispiel bei dieser Ecke hier ist ein dunkelgrüner Hintergrund, bei der hier ein roter. Das fällt dann schon auf, wenn man was Unterschiedliches setzt. Bei der Ecke hier finde ich es schwieriger. Das ist so ein dunkles Rotbraun und das hier ist ein dunkles Braun. Kann ich mir vorstellen, dass man das eher mal verwechselt. Aber würde ich sagen, schauen wir einfach mal. Oh, und wir haben sowohl die 6 als auch die 9 mit drin. Das ist schon fies. Wenn man auf dem Kopf paintet, sieht man dann vielleicht eine 9, obwohl es eine 6 ist. Aber gut, hier hat man auch wieder einen grauen Untergrund und hier einen orangenen. Also theoretisch dürfte das trotzdem dann schnell zu bemerken sein. Ja, ich meine, 62 Symbole ist eine ganze Menge. Ich finde, man könnte vielleicht trotzdem hier auf ein paar andere ausweichen. Gibt es ja noch einige. Aber zumindest wenn die Hintergrundfarben unterschiedlich sind, denke ich, dürfte das kein großes Problem sein. Ja, wir werden es aber auf jeden Fall gleich sehen. Wir schauen uns zuerst die Leinwand an und danach die Steinchen. Und dazu rolle ich das hier einmal aus. So, wir haben jetzt nicht das komplette Bild hier drauf. Ich wollte es auch erstmal auf die andere Seite, dass es sich ein bisschen flach legt. Ihr wisst, mit doppelseitiger Klebefolie nicht machen, aber mit Flüssigkleber geht das. Ja, ich denke, ich mache uns mal den Weitwinkel rein. Dann sehen wir uns gleich wieder. So, ihr seht jetzt meine Lampe und ein paar Kerzen hier drüben noch liegen. Sollte aber nicht weiter stören. Wir wollen uns ja hier auf dieses tolle Bild konzentrieren. Und ich muss sagen, Leute, ich bin einfach total happy damit. Wir gehen zuerst die Leinwand mal durch. Und zwar haben wir hier oben links Infos zum Bild, nämlich nochmal der Name, das Bild nochmal klein abgedruckt, die Künstlerin. Und hier haben wir noch die Größe des Bildes. Und mir fällt gerade auf, dass die Leinwand zwar eine flauschige Leinwand ist, aber recht dünn ist. Finde ich sehr interessant. Weiß ich noch nicht, ob ich das mag oder nicht. Jetzt spricht erstmal nichts dagegen, dass ich es nicht mögen sollte. Fällt mir eben gerade nur auf und ich wollte es mal mit dazu sagen. Sie macht aber auf jeden Fall einen sehr stabilen Eindruck trotzdem. Ja, dann haben wir oben rechts, genau, die Social Media Kanäle. Oben rechts an der Seite und unten links haben wir außerdem eine Legende. Und ganz unten haben wir hier nochmal das Logo und hier unten den Leitspruch von Dreamer Designs, Paint with Passion. Ja, und wie ich es gerade schon gesagt habe, also ich bin total glücklich mit dem Bild. Ich finde, die Verpixelung ist richtig gut gelungen, jetzt erstmal nur vom Druck her. Ich finde das Türmchen ist ein klasse Teilmotiv. Ihr wisst, ich liebe Teilmotive. Ich finde, man sieht jetzt schon so die Wärme in den einzelnen Fenstern. Auch der Himmel kann ich mir vorstellen, dass das tolle Übergänge werden. Klar, hier die Zweige, die sind ein bisschen pixelig. Aber muss ich sagen, stört mich persönlich jetzt nicht so sehr. Vor allem, weil das ja nicht so der Vordergrund des Bildes ist. Und das ist mir ein bisschen lieber. Ich meine, es sieht jetzt nicht total krakelig aus, als wenn das Bild jetzt noch auf Zwang größer gemacht wird und man dann viel länger daran paintet.
Ja, an sich, die Bäume finde ich sehen super toll aus. Die stelle ich mir schön vor, wie sie rauskommen. Vor allem auch hier vorne das Bäumchen. Das Bäumchen und das Bäumchen, das werden auch für mich tolle Teilmotive werden. Dann mit diesem, ich habe das noch von Bringing Home the Tree in Erinnerung, die sich dann bestimmt so anfühlen würden, als wenn ich die Bäumchen schmücken würde, wenn ich zum Beispiel erst das Grün painte, dann den Schnee und dann die einzelnen Lichter und Kugeln ran. Das hat mir das letzte Mal total Spaß gemacht und ich glaube, das wird in diesem Bild auch der Fall sein. Auch die Dekoration mit den Zweigen, ich finde, es sieht schon so ein bisschen glitzernd aus, also das finde ich, kommt super schön raus. Und auch zum Beispiel der Kranz. Finde ich, ist ein tolles Teilmotiv, genauso wie die Laterne, die finde ich auch sehr schön aussieht. Man kann hier richtig schön erkennen, wie sich das Band hier so rumschlingt. Und auch die einzelnen Personen, finde ich, sehen klasse aus. Was ein bisschen gruselig gerade aussieht, ist das Kind hier mit dem Gesicht. Aber ich möchte da nicht zuvor schnell urteilen. Ich kann mir vorstellen, dass wenn dann letztendlich auch die Steinchen drauf sitzen, dass das dann Sinn ergibt. Also ich hoffe zumindest darauf. Ihr wisst, ich habe in den letzten Jahren gelernt, ich paint es erstmal so, wie es angegeben ist und am Ende gefallen mir dann Dinge sehr, bei denen ich dachte, sehen vielleicht komisch aus. Auch hier die Glocke, finde ich, kommt schön raus. Und ich habe es zwar schon gesagt, aber ich sehe es gerade nochmal und ich finde es total schön. Ich finde, dass diese Zweige und der Schwung auch total schön rauskommt. Von den einzelnen Bäumen, also die erkennt man wirklich als solche Bäume. Und das ist schon sehr wichtig bei einem sehr baumlastigen Bild. Ja, also ich persönlich bin super zufrieden. Ich finde das total schön, das Bild. Kann ich mir super vorstellen, wie schön das rauskommt. Ich zeige euch jetzt nochmal den Druck. Und zwar, okay, da gehen wir mal kurz wieder ran, aus dem Weitwinkel raus, weil es sonst nicht so schön fokussiert. Ihr seht, wir haben hier die schwarzen Symbole und auch die weißen Symbole und die sind wirklich sehr, sehr scharf gedruckt. Ich habe gehört, dass es da mal Probleme gab, weil das eine andere Leinwand war, aber jetzt würde ich sagen, ist da absolut nichts zu sehen, was irgendwie ein Problem sein sollte. Was mir noch auffällt, ist, dass hier an der Seite noch so ein Rand ohne Steinchen ist, der noch so abgedruckt ist, also das Motiv noch so ein bisschen. Kannte ich bisher noch nicht. Finde ich aber mega interessant. Und ja, ich meine, den kann man letztendlich wegschneiden, wenn man das möchte, aber ja. Warum nicht, sage ich mir, ne? Warum nicht? Genau. Und ich wollte noch mal ein bisschen checken mit den Symbolen, ob man die gut voneinander unterscheiden kann. Die Ecken waren es, ne? Hier einmal die eine Ecke und die andere Ecke haben wir hier unten. Okay, die sind räumlich scheinbar ziemlich stark getrennt, weil wir haben die hier oben in den Zweigen, die eine Ecke und die andere hier unten. Allerdings sehen die sich sehr ähnlich. Also da muss man schon aufpassen, dass man das Richtige setzt. Aber ja, werde ich dann sehen, wenn es soweit ist, auch ob ich das während des Paintings vergesse oder nicht, aber ich sag mal so, es besteht da Potenzial zur Verwechslung. So, ich würde sagen, wir holen die Steinchen raus, schauen die uns an und schauen dann vor allem auch an, wo unsere vielen AB-Farben verteilt sind. Dementsprechend, bis gleich. So, hier seht ihr schon mal so ein bisschen die Farbrange. Und zwar sehen wir hier eine Menge Grautöne, viel Grün und ja, so orange-hellbraun Töne, wie es eben auch hier zu erwarten ist. Wir haben Grün in den Bäumen, Grau und Weiß für die Kirche selbst und das Orange für den Hintergrund. Das heißt, für den Hintergrund, für den Himmel. Und ich würde sagen, wir gehen das ja einfach mal der Reihe nach durch. Beginnen mit der Schlange. Haben wir hier zwei Tütchen voll mit Steinchen. Ich nehme das gleich mal raus. So, wir haben hier ein wunderschönes Orange, fast schon so ein bisschen Pfirsich, Farben. Und hier schaue ich mir direkt mal die Qualität der Steinchen an. Es scheinen mir Harzsteinchen zu sein.
Gerade hier sieht man es vielleicht ganz gut. Ne, da ist eine leichte Kuhle im Steinchen, aber kein Loch. Und ich sehe an zwei, drei Steinchen schon so ein bisschen Überschuss, wie zum Beispiel hier. Oder auch hier unten an dem Steinchen. Aber so prinzipiell finde ich, sehen sie sehr gleichmäßig aus. Ich kann mir vorstellen, dass das ein sehr schönes Painten sein wird. Müsste ich erstmal ausprobieren. So, hier haben wir ein schönes helles Gelb, ein dunkles Grau, ganz wenige Steinchen von diesem dunklen Orange, einen dunklen Rosenholzton, noch einer und hier noch ein bisschen dunkler. Finde ich ja sowieso sehr schön, so Rosenholztöne. Dann haben wir hier ein ganz dunkles Braun, ein Rot, also Weinrot und hier ein Grün. Weiter geht es mit einem weiteren Grün, zwei Tütchen davon, ein sehr schön dunkles Nadelgrün, ein intensives dunkles Rot, ein dunkles Lila. Hier mal die Rückseite, da ist die Banderole nicht noch mit drauf. Ein intensives Orange. Hier weiter Orangetöne, Entschuldigung. Hier so ein Grün, sehr helles, Richtung Gelb schon. Ein weiteres und hier ein sehr schönes Gelb. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ja. Ja, auch hier auf Anhieb sehe ich drei Steinchen mit ein bisschen Überschuss. Na mal schauen. Ich bin gespannt. Bin gespannt. Weiter geht es mit einem hellen Braun. Und noch eins und noch eins und noch ein Braun. Jetzt hier ein bisschen dunkler. Dann haben wir hier drei Päckchen. Das ist dasselbe. Ja. Drei Päckchen von dem hellen Grau. Dunkleres Grau. Das ist auch dasselbe hier. Zwei Tütchen und noch ein dunkles Grau. Und weiter geht's mit einem schönen Weinrot. Auch ein wunderschöner Rosenholzton hier. Gefällt mir richtig gut. Ein Braun. Die 310, die möchte ich mir jetzt mal noch genauer anschauen. Die verursacht ja immer mal Probleme. Hier hat sich ein AB-Steinchen rein verirrt. Ja, auch hier sehe ich ein bisschen an Müllsteinchen, an Trash, aber jetzt nicht mehr als bei den anderen. Ja. Dann haben wir hier Grau. Noch ein helles Grau hier. Auch zwei oder drei. Ja, sogar drei Tütchen voll. Die 318, die hat so einen ganz leichten rosa Einstich. Finde ich richtig schön. Ein rot, ein knalliges und hier noch ein braun. So. Damit werden wir erstmal mit den ersten Tütchen durch und werden noch keine AB-Farbe. Das heißt, hier werden sich jetzt einige AB-Farben verstecken müssen. Und zwar beginnen wir mit einem braunen Orange. Auch hier und hier. Das sind drei verschiedene Farben und ich finde, hier sieht man es gerade mal ganz schön. Ich habe es schon öfters gedacht, aber die Farben hier, die sehen sich super ähnlich. Sind aber trotzdem ein bisschen unterschiedlich und dadurch lassen sich unglaublich schöne Übergänge generieren. Also da freue ich mich richtig drauf. Das wird bestimmt richtig klasse. Hier haben wir ein Braun, ein dunkles Braunrot oder ne, ein helles Braunrot für Braunrot. Hier ein bisschen dunkler. Dann ein Cremeweiß und das Ganze viermal. Gefällt mir sehr gut, das Weiß. Die 762. Sehr, sehr schön. Dann haben wir hier zwei Tütchen von dem dunklen Braun. Zwei Tütchen von einem sehr dunklen Grün. Zwei Tütchen von diesem satten Grün. Dann ein Braun. Zwei verschiedene Beige-Töne. Auch hier, ne, die sehen sich super ähnlich. Kann man schöne Übergänge mitmachen und noch ein Grün. So, und immer noch keine ABs, das heißt, die letzte Schlange, ja,
Die ist voll mit Abis, ich sehe es schon. Wir haben, wo sind sogar zwei Schlangen. Hier erstmal noch ein schönes Orange, das sieht so ein bisschen lachsfarben aus. Ein Lila, ein ganz helles Lila. Hier haben wir ein schönes Blau, das gefällt mir super gut. Ein helles Blau, noch ein super schönes Orange. Also die Orangetöne gefallen mir auch richtig sehr hier. Und hier haben wir unsere erste AB-Farbe. AB heißt also, dass wir hier diesen extra glitzernden, schimmernden Überzug haben. Das heißt, die Steinchen glänzen nicht nur in der Farbe, die zugrunde liegt, also hier das Gelb, sondern auch in Grün, Blau, Rosa, eben in allen möglichen Farben. Und dadurch ja, glitzen sie einfach noch viel, viel mehr. Und davon haben wir hier einmal dieses wunderschöne, satte Gelb. Dann zwei Tütchen vom Weiß und ich muss sagen, darauf habe ich gehofft, weil wir haben hier ganz viel Schnee und wenn man den zum Glitzern bringt oder auch dann die Fensterläden, die so schön leuchten, das ist bestimmt klasse. Und hier haben wir noch ein helles Blau. Weiter geht es mit noch einem schönen Gelb, etwas heller, finde ich aber auch super schön. Hoffe ich auch, dass wir das vor allem in den Fenstern finden. Ein dunkleres Blau. Ein Orange, ein etwas dunkleres Orange, ein super intensives Rot und ein Lila. Und ich muss sagen, die Tütchen sind alle ziemlich prall gefüllt, bis auf hier die hier zum Beispiel. Aber gerade die Orangetöne und das Gelb hier oder auch die Weißtöne, da werden wir wirklich ein sehr glitzerndes Bild haben. Und dafür wollen wir uns jetzt noch anschauen, an welche Stellen die ABs kommen. Und dafür nehme ich mir die erstmal hier rüber und lege die anderen beiseite. Und wir gehen jetzt gleich nochmal in den Weitwinkel. Falsche Richtung? Richtige Richtung. So, in den Weitwinkel. Sieht jetzt ja ganz schön wild aus mit dem Toolkit und den Steinchen, aber das verkraften wir. Und schauen uns mal an welche Stellen wir die ganzen ABs packen können. So, ich würde sagen, wir gehen der Reihe nach vor, wie wir sie gerade angeschaut haben. Und wir beginnen mit diesem satten Gelb. So, ich schaue mal an die Legende, welches Symbol das ist. Und zwar haben wir das hier so ein bisschen in den Zweigen hier von den Bäumen, die angeleuchtet werden. Hier auch in diesem Baum, wo er angeleuchtet wird, aber auch wo die einzelnen Lichter hier platziert sind. Dann haben wir auch hier immer so ein paar mit drin. Das sind immer nur so 3-4 Stück zusammenhängend. Aber mehr braucht es auch nicht, um hier diesen Lichtimpuls zu geben. Also finde ich sehr, sehr schön. Auch hier mit im Stern drin. Hier das Gelb in der Laterne. Auch hier mit in den Fenstern. Das finde ich halt richtig, richtig toll, dass wir hier die Fenster mit dabei haben, weil die... Ja, man malt so richtig das Licht mit den ABs hier rein. Auch hier und hier oben auch noch so ein bisschen mit im leuchtenden Himmel. Finde ich auch sehr, sehr schön. Ich hole euch mal ganz kurz hier ein bisschen mit ran, um euch, ich muss vielleicht noch näher hin, das mal kurz zu zeigen. Na, hier, da haben wir eine Menge des Tee. Oder auch hier mit drin, die das Leuchten dann bewirken. So. Weiter machen wir mit dem weißen AB. Den müssen wir jetzt sehr viel finden mit zwei vollen Tütchen. Und zwar haben wir den... Ja, oh, das freut mich so, es freut mich so. Leute, wir haben ihn fast überall, wo weiß ist. Also hier auf den Bäumen, auch hier oben beim Schnee, hier oben... Auf dem Türmchen, auch ganz oben auf dem Türmchen, an der Seite, hier das Dach herunter, auch hier mit dem kleinen Vorstand. Generell hier überall auf den Bäumen, wo Schnee liegt, hier unten, auch hier in den einzelnen Dekorationen mit den Zweigen, ne, die funkeln dann auch total, finde ich, ja, wow. Wow, das finde ich richtig klasse. Ich hole euch wieder ran. Und zwar ist es das O, seht ihr hier überall, dort, hier unten, hier, auch zum Beispiel, jetzt muss ich mal ein bisschen rübergehen,
Ja, das Vordach. Ich halte meinen Finger drauf, dass ihr es seht. Genau hier, das ist alles der weiße AB. Das sieht bestimmt richtig klasse aus. Also den haben wir wirklich im ganzen Bild. Und das finde ich toll, dass man den Schnee so richtig schön zum Glitzern bringt. Und oh Leute, jetzt kommt bei mir so richtig die Weihnachtsstimmung auf. Also ich muss euch gestehen, ich drehe das Video vor. Wir haben gerade Oktober. Das heißt, mit Weihnachtsstimmung sollte eigentlich noch nicht so viel laufen. Aber ich bin schon richtig in Weihnachtsstimmung. Und wenn ich dann hier dieses Bild mit diesem glitzernden Schnee sehe, habe ich gerade richtig Bock drauf. Also, Weihnachtsstimmung ist angeschalten. Machen wir weiter mit dem hellblauen AB-Stein. Den haben wir hier bei dieser Person die hellen Umrandungen. Und ansonsten sehe ich jetzt gar nichts weiter. Kann natürlich sein, dass das nur hier der AB ist. Wie gesagt, viele Steinchen haben wir davon nicht. Ja. Doch, ich sehe noch was. Und zwar hier immer so mit ein bisschen beim Baum, die wahrscheinlich die blauen Kugeln darstellen sollen. Und auch hier oben, genau, hier habe ich noch ein bisschen das T gefunden mit dem Hintergrund. Ja, aber das war's. Aber ja, das ist ja kein Problem. Wir haben ja sowieso schon ein vollkommen glitzerndes Bild. Und ich finde es eigentlich ganz cool, dass die Person hier noch ein bisschen hervorsticht. Im Gegensatz zu denen, die dann dahinter stehen, weil die ja noch von hinten angeleuchtet wird durch die Laterne. Gut, weiter geht's. Mit dem Hellgelb. Das haben wir. Heute ist die Steinchensuche. Jetzt finde ich das nächste wieder nicht. Das sind ja eigentlich gar nicht so wenige. Okay, hier habe ich es gefunden. So ein bisschen am Schnee, der angeleuchtet wird. Finde ich sehr schön. Hier ein bisschen mit drin. An der leuchtenden Tür. Hier ein ganz klein wenig am Fenster hier. Genau. Ja, da wo also der Schnee so richtig angeleuchtet wird von der Laterne oder von den Lichtern. Genauso wie hier, ne, der Schnee auf dem Boden, der von der Laterne angeleuchtet wird. Ein bisschen auch hier der Schnee auf dem Baum. Und ja. Ah, ich habe es noch gefunden. Hier oben. Wind, ich hole euch ran. Hier oben das M. Ne? Das haben wir hier ganz, ganz viel mit drin. Ja, da haben wir es mit und da ist es dann auch viel. So, jetzt bin ich mit meinem Fokus verrutscht. Moment, jetzt. Ach, was ihr mit mir mitmacht. Aber ja, wir wollen ja hier alles auch ganz genau anschauen. Ne? Also hier oben haben wir ganz viel das M mit drin. Ihr seht das hier, glaube ich, so als dunkle Linien. Also da haben wir es ganz viel mit drin. Sehr schön. Dann haben wir den dunkelblauen AB und ich befürchte, dass ich jetzt wieder lang suchen werde, weil das sind ja auch gar nicht so viele Steinchen. Aber nein, ich muss nicht lang suchen. Und zwar haben wir den einmal hier an der Seite. Hier die weißen Symbole mit dem blauen Hintergrund. Genauso wie einmal hier noch ein bisschen. Also hier wird sozusagen der Schatten gehighlightet. Bin ich auch mega gespannt, wie das aussieht. Und hier in der Person wieder haben wir diesen blauen AB. Die wird also wirklich hervorgehoben. Die Person sieht bestimmt klasse aus. Ja, finde ich gut. Aber wie gesagt, ich finde es gut, dass die Person hervorgehoben wird, weil die steht ja direkt im Licht der Laterne. Dann haben wir das hellere Orange. Das finden wir hier ganz viel, ja, in den Fenstern, in der Tür.
Hier oben auch noch ein bisschen mit drin. Und wir haben es hier immer bei den Lichtpunkten im Baum mit drin. Auch hier immer mal so ein bisschen in der Laterne haben wir es mit drin. Und auch hier oben in dem Stern und auch hier oben in dem Himmel immer so ein bisschen mit dabei. Also wieder so ein richtiges Leuchten, finde ich toll. Und dann haben wir noch so einen dunkleren orangenen AB. Und den haben wir eigentlich genau auch dort hier wieder mit in den Fenstern, in der Tür, in dem kleinen Fenster hier oben, hier außen mit rum. Auch hier. Wir haben ihn sogar hier hinten mit im Himmel mit drin. Auch hier. Teilweise auch mit hier an den Lichtpunkten, ne? Hier unten auch, genau an dem Baum. Klasse. Ja, also wie ich es gehofft habe, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich hoffe, dass gerade die Fenster das Leuchten so mit ABs hervorgehoben wird. Und das ist hier gemacht und das finde ich super. Super, super, super. Dann haben wir hier den roten AB. Den haben wir einmal in der Person hier unten, die ich so ein bisschen gruselig finde. Da haben wir den mit drin. Mal gucken, was da wird. Hier in der Mütze ein klein wenig, auch hier. Dann haben wir den hier mit drin. Oh, das finde ich schön in der roten Dekoration. Die Schleifen hier, da haben wir ihn mit drin. Auch in der Schleife hier an der Laterne. Genau. Und das war's. Schön. Das gefällt mir auch sehr gut. Na gut, hier noch die roten Punkte. Die sind auch der AB. Die kleinen roten Kugeln. So, und zuletzt haben wir hier noch ein Lila. So, und das haben wir hier. Okay, das haben wir. Seht ihr das hier komplett? Ja. Immer hier unten mit. Im Schatten. Und zwar sind es die Stellen des Schnees, die am dunkelsten sind. Das finde ich richtig interessant. Auch hier noch so ein bisschen mit drin. Hier beim Schnee, hier hinten in dem Gehölz. Ja, das finde ich total spannend. Kann ich mir vorstellen, dass es das richtig gut aussieht, weil ihr kennt es vielleicht auch, wenn so gerade das Abendrot oder das Morgenrot zu sehen ist, dass der Schnee natürlich auch so ein bisschen die Farbe mit annimmt. Und wenn dann so die ganz dunklen Stellen glitzern, das stelle ich mir auch schön vor. Also ich kann es nicht versprechen, dass das gut aussieht. Ich bin da total gespannt, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ja, also vom Fazit her, das ganze Bild wird glitzern wie sonst was. Ich bin total gespannt. So, und das wollen wir noch ins Dashboard eintragen. Na, hier. Wieder Werbung, das Buch haben meine Mama und ich zusammen erstellt. Dementsprechend, wenn ihr das kauft, dann bekommen wir auch einen kleinen Teil davon ab. Und ja, hier sind alle Bilder drin, die sich in meinem Stash befinden. Das sind mittlerweile auch schon ziemlich viele. Ihr seht, wir waren hier auf Seite 92 bei Poisonous Beauties und sind jetzt auf Seite 93. Und da tragen wir das jetzt ein. Und ja, dafür habe ich mir die Legende einmal kopiert. Das hier nehme ich nämlich dann für meinen Journal, sodass ich mir das hier einmal einkleben kann. Und ja, jetzt tragen wir mal ein. So, ich rutsche erstmal ran. Gut. Wir beginnen mit dem Titel Silent Night. Allein schon der Titel, ne? Ich finde den total schön. So richtig schön wie zu Weihnachten. Alles ganz ruhig und ja, so wie ich mir Weihnachtsfeeling immer wünsche. So, Kaufdatum. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, aber ich schreibe jetzt mal den Oktober hin. Es ging nämlich eigentlich recht schnell mit der Lieferung. Das müsste noch Oktober gewesen sein. Oktober 2023. Wir haben eine Größe von 60 x 70 cm. Eckige Steinchen. Das hier drüben ist übrigens ein eckiges Bild, das ich gerade painte, während ich hier, also in dem Moment, in dem ich das Video drehe. Wir haben 62 Farben und davon 9 AB. Künstler
haben wir hier. Ich spreche jetzt nicht nochmal aus, auf die Gefahr hin, dass ich es nämlich falsch ausspreche. Und der Shop ist Dreamer Designs. Das erste Mal, dass der hier drin steht. Bin sehr gespannt. Also ich finde die Aufmachung super schön, ne? Also mit den Tütchen auch, mit diesem schönen Stoffbeutel für das Toolkit. Ich fasse den gerade nochmal an, weil der ist so schön weich. Das finde ich wirklich total toll. So, und dann kleben wir das hier mal noch auf. Ich mag es nämlich tatsächlich nicht so gerne zu leimen, weil die Seite ja dann so ein bisschen gewellt ist und das mag ich ungern. So, das ist ein recht kleines Bild. Das kommt hier weiter rüber. Mehr. So, schön. Genau, und wenn ich jetzt meine Stashbook durchblättere, sehe ich immer gleich, dass ich dieses Bild hier habe und dass es darauf wartet, gepaintet zu werden. Ja. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt dieses Jahr schon painten kann, weil ich gerade erstens zweieckige Bilder schon painte, nämlich einmal Horses Red Barn und einmal Poisonous Beauties, was wir hier drüben sehen. Und es kommt nur eins dazu. Ich habe mir nämlich das Adventskalenderbild von Craft and Wedding bestellt. Und ja, das ist auch eckig und das würde ich gern dieses Jahr painten. Und da glaube ich nicht, dass ich das hier noch schaffe. Ich denke eher, dass ich nochmal ein rundes Kit nebenbei anfange, aber ich freue mich total, das im nächsten Jahr vielleicht painten zu können, weil wie gesagt, ich finde es super, super schön. Es ist für mich Inbegriff von gemütlichen Weihnachten und ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ich dieses Kunstwerk irgendwann mal an meiner Wand hängen habe. Gut, ihr Lieben, ich würde sagen, damit ist alles Wichtige gesagt und gezeigt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Bild findet. Schreibt mir auch sehr gerne in die Kommentare, welche Weihnachtsbilder oder Winterbilder ihr jetzt vielleicht bald anfangt zu painten oder vielleicht sogar schon paintet. Einige haben ja schon im Sommer damit begonnen. Ich liebe es einfach zu sehen, gerade Weihnachten, was es alles für Bilder gibt. Ich muss ganz ehrlich sagen, es fällt mir dann immer total schwer, nicht alle zu kaufen. Aber es macht mir immer so viel Spaß, mich inspirieren zu lassen und zu schauen, was gibt es denn noch so für schöne Weihnachtsbilder. Da gibt es ja wirklich so, so viele. Also wie gesagt, gern unten in die Kommentare rein. Und ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir gerne noch einen Daumen nach oben da lassen. Das würde mich sehr freuen. Und ja, wenn ihr das möchtet, dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Ciao!